Ja, danke. Ist den kompletten Mist nicht gespeichert. Ja, so durchsichtige Blöcke nach unten. Also ich meine, Glasscheiben sind ja ganz nett, aber so Halbsteine nach unten, das ist Fichte. Das könnten wir eigentlich sowieso mal wegpacken. Das, das, das. Und das und das. Dann haben wir auch mal wieder ein bisschen Platz zum Rangieren. So. Und wir machen es erstmal hell. Aber wir sind jetzt schon auf Seite 12 der Anleitung. Ich glaube, sie hat irgendwie so über 30. Aber man sieht auf jeden Fall ein Vorankommen. So. Hey, es hat die Tür benutzt. So, da kommt Fallgitter 1 hin, oder Falltür 1. Obwohl, ziehen wir sie noch einen weiter rein. Bis hier. Dann sieht das da nicht so am Rand gequetscht aus. Ansonsten bleibt das einfach so dick, dicht. So, jetzt muss ich gucken. Haben wir noch irgendwo eine Ladung Dreck auf Lager? Wäre richtig nice. Ja. Fangen wir hier in der Ecke an. Denn hier kommt jetzt so einer und so einer. Und dann kommen Halbsteine vorne dran. So. Und so. Dann haben wir neue Wände hier. Dann hier. Auch wieder mit halb drauf. Hier haben wir eine Biegung. Die jetzt allerdings, da wir sie etwas verkleinern müssen, nur so gehen wird. So, hier haben wir 4 und 6 drauf. Ich bin dafür, dass wir den auch flacher machen, denn der ist jetzt schon 2 höher. Na, wohl wahr. Man kriegt auch so eine kleine Biegung hin. Könnten wir hier eigentlich auch machen. Ja, da habe ich gepennt, da habe ich ja die Höhe nicht richtig abgecheckt. Aber egal, das ist ja wirklich nur vom Grundmauerwerk ausgehend so. Was hatte ich gesagt? 6. Dann stimmt das auch fast mit der Höhe. Obwohl, wir machen hier die Höhe gleich einen tiefer. Und bauen da gleich die zweite Reihe drauf. So. Zack, zack. Davor kommt ja Wasser. Nee, das stimmt jetzt nicht ganz. Müsste noch ein bisschen weiter gehen. Bis hier, oder? 6. Ja.
So. So und so. Den hier nehmen wir mal weg, denn hier wird gleich weitergebaut. So. Das heißt, hier. 1, 2, 3. Und 3 frei. Passt. Passt soweit alles. Ah, da oben, das passt auch. Hier. Wurde da wirklich noch was dran gemacht in der letzten Zeit? Nein. Gut. Dann geht's weiter. Seite 13. Jetzt kommt hier rüber der Brunnen. Den machen wir mit Halbstein, weil es von der Farbe auch vorgeschrieben ist. Eins, zwei, drei. Hier kommt etwas Dickeres hin. Dann... Nee, wieso passt das nicht? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. Wieso haben wir da vier? Wie viel haben wir da oben noch frei? Müssten zwei sein. Zwei, passt. Hier unten auch zwei, passt. Dann verstehe ich es nicht. Ah, nee, ah, okay, hat sich. Wer zählen kann, ist im Vorteil. Es sind in der Mitte hier vier. So, machen wir uns mal dann die letzte Ladung. So. Mit denen warten wir erstmal noch. Dann können wir gleich einen zum Halbstein degradieren. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch eine Session dran sitzen. Da kommt ja noch einiges drauf. Zwei, zwei, drei, okay, vier, dort, zwei müssten das sein hier. So, hier auch zwei. Da springe ich jetzt sogar runter, weil wir Steinarmut haben. Hol mir die Dinger wieder hoch. So, das hier, ich weiß nicht, was das darstellen soll. Wahrscheinlich eine Art Brunnen. Dann machen wir es doch richtig hoch. Na, so hoch dann doch nicht. So, haben wir das auch. Dann kommt dort einer drauf. Hier kommt auch einer drauf. Ansonsten müssen wir da hoch. Da geht's nämlich jetzt auch weiter. Jetzt haben wir zumindest hier schon mal das Ding dicht. Das heißt, wir haben etwas mehr Platz, uns zu bewegen. So, mal schauen. Das hier... war der, der auf der Höhe ist. Das heißt, hier kommt erstmal so einer drauf. Dann dort einer. Dann dort und dort. Und dort und dort. Dann einmal drehen. So. So, ja, stimmt, wir bauen ja einen vor der Mauer momentan.
So, das hier wird jetzt ein breiter gemacht. So. Bis ein vor den weißen. So. Okay, dann dort noch und dort noch und dann war's das auch schon. Dann gehen wir mal hier runter. Hier. Doch, passt, passt perfekt. Eins, zwei. Oh, hier habe ich was vergessen. So, jetzt haben wir hier auch schon, ich weiß nicht, was das. Das hat mich damals auch irgendwie verwirrt, was diese Ecke überhaupt soll. Es wird ein Spaß, das am Ende alles auszuleuchten, ich sag's euch. So, das gleiche in der anderen Ecke. So. Zwei. Drei, vier. Hier geht's auch sofort schön auf. Ach, ich habe die Böden noch vergessen. Hups. Auf der anderen Seite. Von unten. Wenn das hier eine Treppe sein soll, dann müssen wir es am Ende noch umbauen. Nicht Minecraft-tauglich, sagen wir es so. So. Jetzt geht's hier weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Machen wir gleich sieben drauf. Hier kommt so einer drauf. Dann haben wir hier wieder einen, der nach vorne weggeht. Passt hier alles bisher auch prima zusammen. Vor allem jetzt wieder von der Höhe. Das passt jetzt wunderbar. Dann hätte ich hier eine Reihe Halbsteine drauf. Ach, setzen wir erstmal bis hier. Und hier dann zwei, drei, vier. Ist das richtig? Ja, ist richtig. So, jetzt hätten wir eine Doppelkiste. Bräuchten wir. Ist ja kein Problem. Das Holz dafür haben wir auf jeden Fall noch. Wir hätten jetzt auch unsere Doppelkiste nehmen können. Aber die ist gerade schon so vollgestopft. Lassen wir sie erstmal hier stehen. Also es geht jetzt immer noch da oben ein bisschen weiter. Da fangen wir an in der Ecke. Und dann arbeiten wir uns durch. Kann ich hier eine Doppelkiste überhaupt hinstellen? Tatsache, geht. Stimmt, wir sind ja hier bodengleich. So, hier kommt ein kleiner Bogen drüber. So, dann kommt hier noch eine Reihe drauf. Hier kommt ein halber hin. Hier ist soweit alles durch. Hier kommt noch einer drauf. Und jetzt kommt hier. Wird jetzt zugeplattet. So.